Hey, hier ist der Marcel für 1&1 und in diesem Video möchte ich euch das nagelneue Samsung Galaxy S20 FE präsentieren. Was sich genau hinter dem Namen FE verbirgt und was genau unter der Haube steckt, das verrate ich euch nach dem Intro. Ja, schauen wir uns hier das Samsung Galaxy S20 FE etwas genauer an. Warum FE? FE steht für Fan Edition. Warum? Samsung hat die Community gefragt, hey, was findet ihr cool an den S20er Modellen? Also es gibt ja insgesamt drei. Und was könnte man vielleicht zukünftig noch implementieren? Herausgekommen ist dieses schicke Gerät, also von der Community, von den Fans für die Community. Und ich finde, der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Beim Samsung Galaxy S20 FE handelt es sich also um ein völlig neues Modell, das dann die bestehende S20-Reihe erweitert. So, jetzt wollt ihr natürlich wissen, was steckt denn alles unter der Haube? Fangen wir mal mit dem Display an. Wir haben hier 6,5 Zoll Super AMOLED Display mit Full HD Plus Auflösung, Punch-Hole-Kamera, das heißt, die Kamera befindet sich hier oben mittig im Display. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und im Vergleich zu den bisherigen S20 Modellen ist das Display komplett flach. Finde ich persönlich sehr schick bzw. auch deutlich besser. So werden nämlich ungewollte Eingaben vermieden und wir haben sehr, sehr dünne Displayränder. Also das Gerät ist jetzt ja trotzdem sehr modern, obwohl es am Ende des Tages auch etwas günstiger sein wird. Ja, ansonsten schauen wir uns mal die Rückseite an und dann habe ich jetzt hier das blaue Modell. Es gibt aber insgesamt 6 Farben und besonders knallig und hervorstechend ist da die rote Variante. Deswegen bleibe ich jetzt auch dabei. Was auffällt, die Rückseite ist jetzt komplett matt. Und das finde ich auch nicht nur von der Haptik ganz cool, sondern es sieht auch cool aus. Und aufgrund der Tatsache, dass es halt matt ist, rutscht es auch nicht mehr so leicht aus der Hand und ist auf der anderen Seite auch nicht mehr so anfällig für Fingerabdrücke, beziehungsweise die sind eigentlich kaum noch ja, ersichtlich. Samsung hat da aber sich jetzt für eine Kunststoffrückseite entschieden. Da war ich am Anfang etwas skeptisch, aber das Ganze fühlt sich wirklich sehr, sehr hochwertig an. Und im Gegensatz zum flachen Display auf der Vorderseite ist auf der Rückseite ja, der Kunststoff leicht gecurved, also leicht zu den Seiten abfallend. Das Ganze sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Zudem haben wir aber nach wie vor einen Aluminiumrahmen, der glänzend ist. Und während die linke Seite komplett leer ist, also keine Buttons oder sonst irgendwas aufweist, haben wir auf der rechten Seite eine Volume-Wippe, einen Power-Button, ganz unten natürlich wieder typisch USB Typ C, Mikrofon und einen Lautsprecher. Unter anderem weist das S20 FE ein Dual, also Stereo-Lautsprecher-Setup auf. Das ist immer ganz cool, wenn man auch jetzt nicht gerade mit den In-Ears Musik hören möchte. Und entsperrt werden kann das Gerät ganz einfach mittels 2D-Aufnahme per Frontkamera oder mit Hilfe eures Fingers. Ein entsprechender Fingerabdrucksensor befindet sich nämlich im Display. Damit euch unterwegs der Saft nicht ausgeht, hat Samsung einen wirklich großen Akku hier integriert und dieser ist jetzt 4500 mAh stark. Dieser kann auch dank 25 Watt Schnellladenetzteil wieder aufgeladen werden. Das entsprechende Netzteil befindet sich auch im Lieferumfang und so soll die Ladung von 0 bis 100% maximal 90 Minuten in Anspruch nehmen. Für die Nutzungszeit gibt Samsung ca. 14 Stunden an, bei Internetnutzung via WLAN. Das ist auch ein ordentlicher Wert, wie ich finde. Also würde ich mal schätzen, dass man mit diesem Gerät dann locker so 1,5 Tage durchhalten sollte, bevor es dann wieder an die Steckdose muss. Wer aber nicht kabelgebunden laden möchte, der kann das natürlich auch per Wireless Charger tun. Das geht dann mit maximal 15 Watt und natürlich können In-Ears oder Earbuds etc. via PowerShare-Funktion ganz einfach auf der Rückseite aufgeladen werden. Und wenn das Gerät mal nass wird oder dreckig wird, das ist auch kein Problem. Wir haben nämlich hier den IP68-Standard mit an Bord, der dann gewährleistet, dass das Gerät entsprechend vor Feuchtigkeit, Nässe oder Wasser oder auch Schmutz geschützt ist. Als Betriebssystem kommt Android in der Version 10 in Verbindung mit der Samsung One UI 2.5 zum Einsatz. Damit lässt sich das Gerät auch schnell und zuverlässig bedienen. Zudem haben wir natürlich mit an Bord auch noch Wi-Fi 6, NFC und Bluetooth in der Version 5. Ich hatte ja zu Beginn von der Frontkamera gesprochen. Diese bietet 32 Megapixel, aber schauen wir uns doch mal
das Triple-Kamera-Setup auf der Rückseite an. Wir haben nämlich einen 12-Megapixel-Hauptsensor. Zudem haben wir 12-Megapixel-Ultraweitwinkellinse mit an Bord, die Aufnahmen im Winkel von bis zu 123 Grad ermöglicht. Und wir haben noch einen weiteren Sensor mit 8-Megapixel an Bord, der dann für Telefotografie zuständig ist. Nämlich das S20 FE ermöglicht dann einen dreifach hybridischen Zoom oder 30-fachen Space Zoom. Und ja, Space Zoom kennen wir ja bereits von der S20-Serie. Das ging ja damals noch bis zu 100-fach. Hier sind bis zu 30-fach möglich. Das ist aber auch noch mehr als ausreichend, wie ich finde. Kommen wir nun zu den inneren Werten. SoC, wir haben hier bei der 4G-Variante den Exynos 990 mit an Bord oder bei der 5G-Variante den Qualcomm Snapdragon 865. Dann haben wir noch 6 GB RAM mit dabei und 128 GB internen Speicher, der ganz einfach auch via MicroSD-Karte hier oben mit dem SIM-Karten-Slot erweitert werden kann. Da könnt ihr maximal 1 TB noch hinzufügen. Also wer mal etwas mehr Speicher braucht, ist das kein Problem. Oder wer keine Speichererweiterung benötigt, der kann hier oben ganz einfach dann auch 2 Nano-SIM-Karten einlegen. Das Gerät bringt ein Gewicht von 190 Gramm auf die Waage, ist nur 8,4 mm dick und ja, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr gut. Das flache Display finde ich klasse, die matte Rückseite sieht wirklich super aus und nicht nur in Rot, sondern auch hier in Lavendel oder auch Orange. Also das macht auf jeden Fall einiges her, dann in Verbindung mit dem ja, glänzenden Aluminiumrahmen. Ja, wie ist denn eure Meinung zur Samsung Galaxy S20 Fan Edition? Hinterlasst dazu mal gerne einen Kommentar. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.